mir Metatron, Bote des Allmächtigen und Stimme des einen wahren Gottes. Siehe, ich bin der Metatron, Bote des Allmächtigen und Stimme des einen wahren Gottes. Siehe, ich bin der Metatron, Bote des Allmächtigen und Stimme des einen wahren Gottes. Mein Gott, was für eine Sauerei! Wer zum Teufel sind Sie und was zum Teufel tun Sie in meinem Zimmer? Mein Anzug ist ruiniert und die regt sich auf. Na, vielen Dank auch. Ich glaub's nicht, heilige Scheiße. Und jetzt verschwinden Sie endlich! Na los! Sonst geschieht was? Werde ich erschlagen mit diesem Fisch? So, und jetzt setz dich da aufs Bett und halt die Klappe. Meine Fresse. Jetzt zieh dir meinen Anzug an. Nehmen Sie sich, was Sie wollen, aber vergewaltigen oder töten Sie mich bitte nicht. Ach, hör doch auf. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht tun. Engel sind nicht ausreichend bestückt. Siehst du? Ich bin anatomisch so beeinträchtigt wie Ken. Jetzt mach dich mal nützlich und gib mir das Handtuch, bitte. Ihr Bodenbewohner und eure verdammte Arroganz, ihr bildet euch ein, dass euch jeder gleich an die Wäsche will. Was sind Sie? Ich bin stinksauer, das kannst du glauben. Wenn du jeden, der dein Zimmer betritt, gleich mit dem Feuerlöscher einweist, ist es ja kein Wunder, dass du Single bist. Und jetzt halt Abstand. Wie ich bereits gesagt habe, vor deinem kleinen Feuerlöschanfall. Ich bin der Metatron. Sag bloß nicht, das klingelt nicht bei dir. Ihr gemeines Volk. Wenn es keinen Film darüber gibt, dann braucht man es auch nicht zu kennen, oder? Ich bin ein Seraphim. Das ist der oberste Rang bei uns Engeln. Du weißt doch, was ein Engel ist, oder? Metatron ist sozusagen das Sprachrohr Gottes. Und wo immer geschrieben steht, dass irgendwelche Trottel behaupten, Gott hätte zu ihnen gesprochen, haben sie mit mir gesprochen. Oder sie haben selbst Gespräche geführt. Wieso spricht er nicht selber? Nett, dass du dich entschlossen hast, in die Unterhaltung einzusteigen. Zu deiner Frage. Menschlichen Wesen fehlt sowohl das akustische als auch psychologische Fassungsvermögen, der wahrhaft ehrfurchteinflößenden Stimme Gottes standzuhalten. Solltest du sie vernehmen, dann würde dein Verstand zusammenbrechen und dein Herz in der Brust zerreißen. Wir haben 5 Adams verbraucht, bevor wir das raus hatten. Und was beweist mir, dass Sie ein Engel sind? Du meinst, abgesehen von dem feurigen Auftritt und der enormen Flügelspannweite? Du willst noch mehr Beweise? Na schön. Lust auf ein Tequila?